Räther, hallo. Gewinner gibt's längst keine mehr. Ja, natürlich gibt's Gewinner. Es gibt nur noch Verlierer. Es gibt zwei Arten von Verlierern. Ach nein, bitte, Herr Räther, jetzt kommen Sie mir doch nicht auch noch so novembrig daher. Das ist ja nicht zum Aushalten. Fängt ja meinen Keilriemen an zu quietschen. Der Pelz, ich hat's doch erzählt vorher. In Libyen haben sie auch nicht gewonnen jetzt. Da darf ein Libyer wieder vier Frauen haben. Das wäre doch jetzt der Moment, die Frauenrechte in Libyen durchzusetzen. Lassen Sie uns Libyen bombardieren. Ja, seit Peter Struck sind ja SPD-geführte Luftschläge ein probates Mittel zur Entwicklungshilfe. Demokratiebomber schicken wir jetzt. Weil es so leicht ist. Jetzt ist der Peter Struck im Vorstand da bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der arme Friedrich Ebert, wenn der das wüsste, der wird im Grab abwechselnd rotieren und kotzen, rotieren und kotzen, rotieren und kotzen, rotieren und kotzen. Oh. Und wenn das in Afghanistan mit der Frauenrettung weiterhin so erfolgreich läuft, dann sind wir doch gerade verpflichtet, das in anderen Ländern auch in Angriff zu nehmen. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. In Usbekistan, wo Frauen entführt werden, und in Saudi-Arabien, wo sie nicht Auto fahren dürfen. Aber wir haben keine Lust darauf. Es interessiert uns nicht. Wir schaffen es ja noch nicht einmal, die Opposition in Syrien zu unterstützen oder im Iran. Wir wollen das. Wir haben kein Interesse daran. Interessiert uns nicht. Lassen Sie uns doch dann Indien endlich mal bombardieren. In Indien lebt eine 500 Millionen Frauen im Kastenwesen. Hat mit Demokratie und Menschenrechten, geschweige denn Frauenrechten, nichts zu tun. Da fliegen wir aber auf Goa-Partys hin und lassen uns Ayurveda massieren. Die kriegen sogar die Atomwaffe, weil Indien ja bekanntermaßen eine stabile Demokratie ist. Da stehen wir mit dem Trekkingrucksack in Kalkutta und sehen, wie die Kinder im Rinnstein sterben. Boah. Du, komm, Hagen, das ist Tradition bei denen. Der Inder kennt nichts anderes als das Kastenwesen. Die haben da einen völlig anderen Umgang mit Tod und Elend. Wer sind wir, dass wir da eingreifen? Das wäre total überheblich und kolonialistisch. Ja, stimmt. Außerdem lebt der Inder vom Tourismus. Wie wäre es, wenn Indien endlich davon leben dürfte, was es selber anbaut? Dürfen die aber nicht. Die kriegen Monsanto-Saatgut. Das funktioniert nicht. Die indischen Bauern erhängen sich zu Tausenden. Ist für uns aber nicht schlimm, weil die Bauerswitwen können ja toll Ayurveda massieren. Es interessiert uns nicht. Nichts interessiert uns. Überhaupt nicht. Es interessiert uns nichts. Und hier schreien alle nach Transparenz und Information. Ja, zu welchem Zweck? Wir machen nichts damit. Wir wissen alles bis unter den Stehkragen. Wir setzen nichts um. Wir müssten sonst unser Leben ändern. Information um ihrer selbst willen. Das nützt doch nichts. Wir wissen alle, unter welchen elenden Bedingungen diese iPhones produziert werden. Statt dass wir uns schämen deswegen, kaufen wir den Mist auch noch und stehen Schlange. Und Steve Jobs wird die nächsten 300 Jahre als Arbeitgebergott gefeiert und als findiger Erfinder. Du, in China, die haben gar keine Tariflöhne, Hagen. Das kann man gar nicht vergleichen. Wenn die Chinesen Tariflöhne zahlen würden oder die Inder, dann könnte IKEA zumachen. Versuchen Sie mal einen Trainingsanzug hier zu kaufen, der nicht aus irgendeinem schrägen Polizeistaat kommt. Es interessiert uns gar nichts. Nichts interessiert uns. Nichts. Noch nie. Mexiko weiß ich nichts drüber. Ich weiß, dass die da verhungern, weil sie ihre Tortillas nicht mehr backen können. Weil der Maispreis zu hoch spekuliert wird. Unsere Mastviecher kriegen das Zeug in Deutschland und der Rest wird vertankt. Du, verdammt, das Erdöl wird langsam knapp. Was tanken wir demnächst? Lass uns doch jetzt mal Lebensmittel vertanken. Oh, tolle Idee, aber nicht unsere Lebensmittel, deren Lebensmittel. Ja sicher, war ja auch deren Erdöl. Depp. Vollidiot. Es interessiert uns nichts. Warum auch? Wir müssen ja sonst was tun, das ist blöd. Tun wir nicht. Wir freuen uns, wie es ist. Und wir finden diese undemokratischen, frauenfeindlichen Stammesstrukturen in Afghanistan so unappetitlich. Da müssen wir dann was unternehmen gegen. Lassen Sie uns doch die Maasai in Afrika endlich bombardieren. Die leben da in Stammesstrukturen. Bei den Maasai hat die Frau weniger Wert als eine Zuckerrübe. Interessiert uns das?
Die Maasai, die brauchen Bürgermeisterwahlen, WLAN, S-Bahnen und Waschmaschinen. Die Maasai-Krieger heiraten da 12- und 14-jährige Mädchen. Das ist unerträglich für uns Demokraten. Wir sollten die Maasai endlich wegbomben. Das kann kaum einer ertragen. Die Maasai-Krieger werden dann zu ISAF-Polizisten umgebaut. Diese Mädchen kommen in Schulen und die Kinder werden von Madonna adoptiert. Ja. Damit die wissen, was Demokratie ist. Und dann ziehen wir das überall so durch. Na klar. Es geht um freien Handel, nicht um Demokratie. Der Horst Köhler hatte als einziger letztes Jahr die Chuzpe zu sagen, dass wir Wirtschaftskriege führen. Und eine Woche später war er weg. Es geht um freien Handel. Es geht um... Es geht um freien Handel und dann können wir den Maasai demnächst auch unsere subventionierten Hühnerfüße verkaufen. Fröhliche Weihnachtsgans.